Ja, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Gameplay. Ich dachte, ich spiele mal für euch Ghost Recon, nämlich Ghost Recon Phantom von Tom Clancy. Ja, genau, das Spiel ist relativ neu, ist free to play und ich möchte euch heute zeigen, dass es nicht pay to win ist. Ihr wisst, was das beides bedeutet. Free to play heißt ganz einfach übersetzt, da dies kostenlos zu spielen und Pay to Win ist, dann ist zwar kostenlos zu spielen, aber man muss Geld dafür ausgeben. Für Waffen, für Tarnung, für zum Beispiel eine schussigere Weste, dafür, dass man bessere Chancen hat in diesem Spiel. Und genauso verläuft das hier. Man kann sich hier oben, seht ihr direkt, die gelben Münzen, davon habe ich nichts ausgegeben, die kann man sich kaufen. Das stehen hier direkt die Umrechnung, ich weiß es nicht, von Handyguthaben, vom Konto überwiesen, was weiß ich. Der öffnet gerade irgendwie das Feld nicht. Egal, das hier ist unser Geld. Das kann man sich auch nochmal kaufen mit dem Geld, was man sich hier vorher. Und mit diesem Geld kann man sich dann Waffen und so kaufen. Genau, das Ganze hier ist ziemlich einfach aufgebaut, läuft über Steam, kann sich sozusagen jeder holen. Und ja, ich rede schon wieder so viel. Fangen wir doch direkt mal an. Gucken wir erstmal hier unten. Das ist zum Beispiel Freunde. Über Steam läuft das Ganze. Hier habe ich einen Kumpel von mir, Arthur, mit dem ich das manchmal spiele. Fangen wir an, drücken Spielen. Privates Match nicht. Clan-Match auch nicht, weil ich bin auch nicht in einem Clan. Ich habe das irgendwie noch. Ich spiele das noch nicht so lange und bin hier auch noch relativ neu. Deshalb einfach mal Match-Suche. Suche starten. Genau, jetzt lädt er hier. Man hat hier schon mal, sieht man, drei verschiedene Maps, in denen das spielt, ist halt free to play, deshalb, woher soll das Geld kommen? Natürlich von denen, die sich was kaufen, aber so viel Geld haben die nicht, deshalb drei gut animierte Maps, die relativ groß sind. Es geht im Vergleich zu Call of Duty sind sie schon groß, im Vergleich zu Battlefield sind sie eher klein, aber ich denke, das geht so voll in Ordnung mit den Maps. Ich glaube, drei sind es, hier die drei, die wir hier sehen. Genau. Hier lädt das ganze Spiel jetzt gerade. Gucken wir mal weiter. Hier oben haben wir so Sachen zum Weiterklicken. Genau das hier. Klasse anpassen. Das hier ist unsere Klasse. Das sind wir. Wir haben drei verschiedene Typen. Einmal haben wir natürlich Support. Das ist der hier. Die haben schöne, leichte MGs, sag ich jetzt mal hier. 100 Schuss. Ziemlich cool mit zwei Kugelmagazinen rechts und links. Die Waffe habe ich erst gekauft. Die ist schon ziemlich cool. Recon, das hier ist ein Sniper. Da sieht man auch, das ist unsere eine Waffe. Und unsere anderen Waffen laden hier gerade genau. Unsere Zweitwaffe wäre jetzt zum Beispiel hier das Präzisionsgewehr. Genau. Und Assault ist unser dritter Typ. Nämlich, das ist praktisch unser Sturmsoldat, wo wir auch verschiedene Waffen haben und da ist natürlich auch gut gegeben. Hier seht ihr schon direkt mit der Shotgun. Hier hat man je verschiedene Waffen. Klicken wir weiter, nämlich hier in diesen Warenkorb. Was gibt es hier? Hier kann man sich alles Mögliche kaufen für unterschiedliches Geld. Für Geld, was man im Spiel freischaltet oder was auch immer. Genau, Pakete. Da hat man hier diese einzelnen Waffenpakete. So verschiedene Gadgets drin. Hier geheime Kisten. Geheimkisten, das ist auch nochmal so was anderes. Die sind jetzt hier für mich ein bisschen zu teuer. Also ich könnte es zwar kaufen, aber naja, das ist. Habe ich jetzt noch nie was gekauft von. Hier haben wir die Waffen, hier haben wir auch immer, können wir ja direkt wählen. Hier die einzelnen Klassen, hier sind die einzelnen Angebote, was das hier ist. Hier kann man nochmal wählen, Zonder, Schrotflinte, Pistole, die einzelnen Waffen, die man hier hat und die einzelnen Möglichkeiten. Hier, dafür gibt man das meiste Geld aus. Und das zweite ist natürlich die Panzerung, wofür man hier Kohle hinschmettert, weil dadurch sterben wir langsam. Match Lobby läuft. Okay, welche Map wollen wir? Welche sieht besser aus? Ich glaube, wir nehmen hier Rooftop. Die werden wir nehmen und das Spiel startet direkt gleich. Hier haben wir noch andere Sachen, die wir hier freischalten können. Genau, hier wählen wir jetzt unseren Typen. Ich wähle jetzt mal Support für die erste Runde. Und damit werden wir jetzt mal anfangen. Genau, hier haben wir noch unseren Namen. Ich heiße jetzt hier ein bisschen beschissen, aber mir ist gerade nichts Kreativeres eingefallen. Hier haben wir noch verschiedene Avatars. Keine Ahnung, was da die Mehrzahl ist. Die wir wählen können als unser Bild.
Ja, die kann man einzeln aus freischalten. Die einzelnen Farben stehen halt jeweils für Support oder für was auch immer. Genau. Was sehen wir hier mit Dreieck, Dings da und Quadrat? Der Punkt hier, das ist, was wir auch haben, Support mit einem. Okay, hier sehen wir jetzt mal eine schöne 3D-Animation über diese Map, die allerdings, wie ich persönlich finde, nicht so wirklich, die nicht so wirklich besonders ist jetzt. Genau, die sehen wir jetzt mal. Wir laden hier noch, genau, jetzt sind wir hier im Spiel direkt drin. Ich muss mal kurz hier Ärmel runter machen, damit ich jetzt mir mal loslegen kann. Das ist unser Typi hier. Da seht ihr, das Ganze ist Third Person angelegt. Hier kann man zur Deckung glitschen. Nein, glitschen natürlich nicht. Rutschen über den Boden. Kann sich hier in der Deckung stellen. Mit der Leertaste kann sich hier da vorbeilehnen. Das Ganze ist ganz schön angebracht mit diesem. Mit unserem Gewehr hier, wenn wir zielen, sind wir sofort im Ego-Shooter. Jetzt war die Zeit direkt um. Lustig, lustiger Übergang. Okay, automatisch einstiegen. Wir haben eine Granate hier. Die kann man nämlich für Geld sich kaufen, Granaten. Allerdings ist dann nicht, bezahlt man nicht für jede Granate einzeln. Das wäre ja wirklich Abzocke. Das würde ja keiner kaufen. Ich zumindest nicht. Weil ich finde, Granaten sind jetzt schon geil, aber. Ich glaube, wenn man sich jedes Mal eine neue kaufen sollte, wäre das schon ziemlich schick, schick teuer. Genau, da haben wir kurz gesehen, wir haben Zahlpunkte gekriegt. Da hinten kam jetzt einer, meine Verbindung, die laggt hier noch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, hier ist der Typ hier runtergerannt. Wo ist er denn hingerannt? Der war doch hier gerade noch. Keine Ahnung. Der ist auch abgehauen. Okay. Ist jetzt noch keine Gegner gefunden. Wie geht's weiter? Also die Waffe hier habe ich mir auch seit kurzem erst neu gekauft. Mit der komme ich auch noch nicht so gut zurecht. Ich werde das nächste Mal direkt eine bessere Waffe kaufen. Was habe ich denn hier halt noch? Das andere Waffen, dann nehme ich mal hier irgendeine andere. Ne, die Shotgun nicht. Wählen wir. Na, ich lasse die mal. Die war nämlich eigentlich ziemlich teuer. Aber gerade komme ich noch nicht zurecht. Ich habe auch das Gefühl, dass das Ganze. Ja, unsere Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Ich lad nämlich gerade eine Folge hoch und. Alter, was schützt mich denn unser Mann da nicht, der da stand? Jetzt habe ich hier eine wunderschöne negative. Das sieht man hier unten. Tode zweimal, noch keinen einzigen Kill. Oder Mithilfe oder sowas. Das ist natürlich mistiger Morgs. Waffen aufnehmen kann man leider nicht. Ich denke, das ist auch nochmal so eine extra Regelung wegen dem Pay-to-Win, dass man das eben nicht so nutzen sollte. Dass man sich praktisch sagt hier, ja, okay, dass man sich praktisch sagt, ich mache jetzt mal einen Kill, dann habe ich schon irgendeinen Käufer fertig gemacht und kann dann mit dessen Waffen, da oben saß übrigens ein Sniper, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Und kann mir dann mit dessen Waffen schön machen. Okay. Oh, der Sniper hat mich geholt von da oben. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber dass der mich so sieht, ich habe gedacht, der klotzt stur nach vorne. Aber dann halt doch nicht. Jetzt haben wir es schon fast ausgeglichen. Naja, so gut sieht es für mich jetzt bis jetzt noch nicht aus. Es ist gerade ziemlich enttäuschend. Ich wollte euch eigentlich zeigen, dass man hier sehr, sehr gute Chancen hat.
Es ist ja jetzt bis jetzt ist das noch nicht der Hammer, was ich hier geleistet habe, aber na gut. Auf jeden Fall, wir haben auch eine Zweitwaffe und Drittwaffe. Die Drittwaffe ist die Granate, die wählen wir hier nicht mit G aus. Da oben war ein Typ. Sondern die wählen wir auch. Weggelackt. Okay. Alter, ich hätte schwören können, dass da gerade einer startet. Ich fühle mich hier gerade wie im Geisterhaus. Es kann sein, dass das ein bisschen an meiner Internetverbindung liegt. Und wenn das laggt, dann kommen da Typen und dann sind sie wieder weg. Deshalb bis jetzt ist das hier auch noch kein Vergnügen für mich, das Spiel. Oh du meine Güte. Die schlägt auf jeden Fall ziemlich aus. Das ist nicht ganz so geil. Der Typ rennt da hoch und da oben ist ein Gegner. Da oben war ein Gegner. Kam ich jetzt zu spät? Genau, die Zweitwaffe hier, die ist die Pistole, bin ich aber nicht so Fan von. Die Granate als Drittwaffe ist, naja, Hüftfeuer lief ja noch ganz gut. Die werden da oben kommen. Ihr Kinderlein, kommet. Kill damit gemacht, wahrscheinlich nicht. Naja, der lag da aber auch zu schön. Wahrscheinlich die ganze Zeit. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit gezielt und hat dadurch uns nicht sehen können. Naja, gut, der wird jetzt wissen, dass wir hier unten stehen. Und wird deshalb nicht mehr. Nächste Runde wechseln wir mal bitte auf einen anderen, Charakter, weil, naja, ist ja kein Charakter, aber auf einen anderen Spieler. Oh, das war knapp. Regt mich auf, dass das mit meiner Internetverbindung immer noch nicht. Wenigstens haben wir schon eine positive, aber super lief das jetzt noch bis jetzt noch nicht. Und ich habe auch noch keinen Kill gemacht, wo ich jetzt sage, das war einfach nur traumhaft. Das war bis jetzt, war das hier, sah das ein bisschen dünner aus. Der weiß, dass er da drüben von seinem Sniperfreund geschützt wird. Och du Scheiße. Ich hab ja. Doch, ich habe beide Kills gekriegt. Naja, also ich bin hier auch noch. Da ich das Spiel vor kurzem erst neu gestartet hatte, ungewollt. Weil irgendwie hat es meinen Account nicht mehr geladen hat. Ich war schon ziemlich weit, hat mich schon fast alle Waffen freigeschaltet. Es war ziemlich ärgerlich, dass es dann. Dennoch, also das ist wie. Manche von euch kennen vielleicht das Spiel, den sagt das was, War Thunder. Das ist halt ein Flugzeugspiel, wo man mit einem Flugzeug fliegt, darüber. Okay, der Typ. Schade, dass es hier anders als bei Call of Duty keine Kill-Wiederholung gibt. Da könnte ich jetzt mal sehen, wie der mich fertig gemacht hat, um den so ungefähr einzuschätzen, wie gut er war, aber das war schon gerade schick von dem gewesen. Aber was wollte ich eben sagen? War Thunder, da fliegt man mit Flugzeugen rum, darüber kann ich auch mal ein Gameplay machen. Zum Beispiel auch ein Free-to-Play-Spiel. Das ist ziemlich schick, das macht nämlich ziemlich Spaß. Ist auch ziemlich beliebt. Das kann ich vielleicht mal spielen. Das war gerade schlecht, warum auch immer der uns nicht getroffen hat. Ich doch richtig gesehen. Die sind aber auch Noobs hier. Durch und durch. Aber, was würde ich sagen, War Thunder, das ist, macht ziemlich Spaß und das ist auch so, da hat man am Anfang ziemliche schrottige Flugzeuge, mit denen man auch eine Chance hat. Oh, der habt ihr gesehen, da habe ich schon gerade ziemlich extrem lange gebraucht, bis es das mit dem war, weil der eine Weste hatte.
eine bessere Weste, die er sich gekauft hatte. Das hat ewig gedauert, aber hat man gleich gesehen, der war Käufer, weil um so eine Weste freizuspielen, musst du echt. Das war nämlich mit einer der besten. Muss man echt gut sein. Muss man echt lange spielen. Also, entweder man spielt lange, dann beherrscht man das Spiel ziemlich gut. Um sich die freizukaufen, weil da braucht man ziemlich viele Kills. Natürlich kann man es auch als Noob freikaufen, aber da braucht man ewig für, wenn man sich nie verbessert. Deshalb, und ich glaube. Der Typ, ja, das war. Mit der Waffe hat er einfach. Mit der M27 hat er einfach auf die Distanz eine bessere Chance. Auf jeden Fall hat man gleich gemerkt, er hat für die Weste bezahlt, weil der stand vor mir und hat nichts gemacht. Das war ein bisschen schwach. Hier wäre gerade 4 gespawnt, wurden wir gerade 4-mal in Folge geholt. Seht ihr schon, ich bin schon ewig unendlich oft gestorben und habe fast noch gar keine Kills. Also das ist gerade eine Runde, wo ich nicht so allzu gut bin. Da oben liegen die Sniper, die Sackgesichter. Und genau, was wollte ich mit War Thunder sagen? Da braucht man ziemlich lange auf jeden Fall, bis man so alle guten Flugzeuge, die man da freischalten kann, freigeschaltet hat. Als Käufer kann man natürlich da auch voranhelfen, damit das schneller geht. Und das wollte ich sagen. Das war ja gerade herrlich hier. Das war gerade schicke Kills hintereinander, wie die Schwuchteln da. Entschuldigung, nehme ich zurück. Die Typen da zu dritt nebeneinander lagen. War schon optimal für mich, da ein Kill zu machen. Ich muss mal gucken, die Runde hier geht jetzt schon ziemlich lange. Das war von der Zeit her nicht überschneiden. Es tut mir leid, wenn die Folge jetzt schon vorbei ist. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick gewähren in dieses Spiel. Wir haben ja insgesamt jetzt doch einigermaßen abgeschnitten. Und vielleicht mache ich in den letzten 11 Sekunden und es gibt nochmal eine Spielverlängerung. Noch einen Kill. Ansonsten mache ich dann hier direkt mal Stopp. Schreibt mir einfach vielleicht mal in die Kommentare als Antwort, ob ich. Oh. Na gut, das war knapp. Ob ich vielleicht nochmal, mal sehen, wie gut der Zweitbeste war, 9, 7 zu 9 und ich hatte 17 zu 8. Gut, das sind die meisten hier sind. Der hier war ziemlich gut, 13 zu 5. Wodurch er auch immer die ganzen Punkte gekriegt hat. Oh, die hier waren, das war schon schick, die mit ihren Snipern. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier die kleine Runde mir zuzuschauen. Ich werde das jetzt Stopp machen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, falls ihr den Wunsch habt, dass ich noch eine Folge mache, einfach schreiben und ich spiele mal mit einem anderen Soldaten eine Runde und ich denke, das Spiel ist ganz cool, wenn man vielleicht einen neuen PC hat, läuft über Steam, kann sich jeder kostenlos kriegen. Macht schon ziemlich Spaß hier und meine Freunde, das war's auch von mir. Ich verabschiede mich und bedanke mich. Und deshalb schaut mal rein, spielt's mal. Könnt ihr vielleicht mal eine Runde gegen mich spielen, weil falls ihr mich mal trefft. Genau. Also bis dann. Haut rein. Ja, und jetzt gibt's noch eine kleine Information hinterher, nämlich Let's Plays gibt's Montag, Mittwoch und Freitag, Samstag dann ein Gameplay und Sonntag ein Tutorial. Wir sehen uns, haut rein, lasst euch gut gehen, bis denne.